Moin aus Hamburg, Dennis hier, aka Fragrance. Ja, Freunde, die Düfte der Woche stehen an. Und ja, ich habe einige diese Woche doppelt getragen und ich war auch viel zu Hause. Klar, Corona, Stress und das macht hier sehr viel Chaos. Allgemein auch meine Hauptbeschäftigung und so weiter. Und man hat viel zu tun und ja, wie gesagt, ich habe 2 Düfte doppelt getragen. Also es heißt 5 Düfte diese Woche. Wir fangen mal gleich an mit Montag. Montag habe ich von El Hermain Royal Stallion getragen. Ja, das ist zu 100% Pegasus von Parfums de Mali. Ja, der ist wunderbar. Absolut wunderbar. Das ist wirklich zu 100%. Also der Duft ist wirklich so gut nachgemacht. Richtig top. Schöner Flakon. Und aus meiner Sicht ist die Haltbarkeit auch besser als bei Pegasus. Viele meinen ja oder sagen immer, dass Pegasus Bombe ist. Ich hatte Pegasus. Ich finde die Haltbarkeit und auch die Ausstrahlung nicht so Bombe. Also gut, aber nicht Bombe. Ich finde sie hier persönlich besser. Also El Hermain macht schon gute Düfte, beziehungsweise gute Düfte nach. Richtig gut. Ja, ist allerdings auch vom Preis ja nicht gerade so billig. Und Montag passte der Duft, aber es ist ein bisschen frischer. Und ja, Royal Stallion El Hermain. So, Dienstag ist ein Duft angekommen. Ich habe ihn auch gleich an den Tag getragen. Und er ist ganz, ganz, ganz schwer zu bekommen. Selbst, also weltweit ganz schwer zu bekommen, weil er wurde, glaube ich, entfernt bzw. vom Markt genommen. Warum, weshalb, wieso, keine Ahnung. Auf jeden Fall, bzw. also er wurde eingestellt. Und ich habe ihn noch bekommen und das in 100 ml. Und ich kannte ihn nicht, es war ein Blindkauf. Und wow, ich kann nur sagen, wow. Wow, absolut genial und hätte ich nicht gedacht und es passt zu diesem Park in New York. Und zwar rede ich von Central Park von Bond Number 9. Oh, der ist so gut, Leute, das ist frische pur. Grüne Frische, Gras, das pure Gras, passt einfach wirklich. Irgendwie passt es zu dem Central Park. Wirklich. Wenn man da sitzt und die Häuser um einen herum, dieser Duft, irgendwie passt es. Bei gutem Wetter und der Haltbarkeit, wow. Also das ist von allerfeinst. Ich bin froh, und das 100 ml zu bekommen zu haben, noch neu natürlich. Geil, absolut geil. Paar Parfümerien, wo ich jetzt keinen Namen nennen kann, gibt oder haben sie noch. Aber da muss man wirklich suchen, wirklich suchen. Das ist Wahnsinn, selbst im Netz. Das ist ja nicht, selbst wenn du den Namen eingibst, der steht nicht ganz oben gleich, wo es den gibt. Also, oh, geil. Ich habe ihn lange gesucht. Ich habe ihn zu der Zeit, wo er rauskam, irgendwie nicht gekauft, keine Ahnung. Also ganz ehrlich, wow. Und ich muss sagen, falls jetzt Leute kommen, ja, aber wir haben ja noch Blicker Street, ja, das stimmt. Blicker Street haben wir auch noch, den gibt es auch von der Marke. Ganz ehrlich, der ist besser. Er ist besser. Ähnlichkeiten finde ich nicht, nö, weil da in der Blicker Street ist die, soweit ich weiß, die Brombeere drin und so weiter, ist auch frisch grün, aber das ist hier grasfrisch, klar grün. Wow. Und hier ist die Haltbarkeit auch weit besser als bei Blicker Street. Ich hatte den Blicker Street trotzdem ärgerlich, ein bisschen den zu verkaufen, der Kauf, und nochmal neu kaufen. Das ist das, was ich mal in einem Video gesagt habe. Das ist ärgerlich, wenn man denn nachhinein ärgert, man sich Schwachsinn eigentlich, die zu verkaufen. Blödsinn. Aber gut, bevor sie nicht benutzen, aber Blicker Street schon auch ein schöner Duft, will den nicht schlecht machen. Aber er ist hier, Central Park. Wow. Top. Ja, jetzt kommen wir zum Mittwoch und Donnerstag. Das ist der erste Duft, den ich hier 2 Tage getragen habe. Und zwar von Terry Mugler. Und das ist Amen Pur Tonka. Mittwoch und Donnerstag. Ja, das passte einfach. Und für mich ist es auch der beste Terry Mugler.
and Flanker von der Amen-Reihe. Absolut best. Pur Tonka. Süß. Ja, süß schon, süß und fruchtig. Mir gefällt er einfach. Ein Cappuccino so im Hintergrund, sage ich ja immer. Also der kommt schon wirklich gut. Eine Haltbarkeit von über 9 Stunden, 10 Stunden. Richtig gut. Damit könnt ihr nichts falsch machen. Ich mag ihn einfach. Und ja, die ganze Amen-Reihe für Männer finde ich gut. Ich habe sie alle. Ob man jetzt irgendwann mal Schluss machen sollte, muss man sehen. Gut, es wird auch irgendwann schwierig, was sollte jetzt als nächstes kommen. Ja, aber das ist wirklich gut. Pur Tonka, Leute, Test. Wenn ihr Pur Malt ist auch gut. Pur Havan, weil das sind ja so die Dinger, die laufen. Leute, testet Pur Tonka mal. Wirklich. Top. So, und jetzt kommen wir zu Freitag und Samstag. Es kommt der nächste Duft, den habe ich auch 2 Tage getragen. Warum auch nicht? Naja, das ist ja auch mal so. Man trägt ja auch so mal 2 Tage mal denselben Duft. Ich hatte einfach Lust. Und zwar, ich hatte letztens erst gesagt, dass diese Düfte viel zu wenig Aufmerksamkeit haben. Und zwar Opium Pour Homme von Yves Saint Laurent. Aber diesmal das Eau de Parfum. Oder wie ich so schön sage, Eau de Parfum. Ja, das sind Erinnerungen von früher und er ist immer noch gut, obwohl er bearbeitet worden ist. Ja, auch er wurde bearbeitet, aber scheiß drauf, besser als gar nicht mehr. Und da massenweise Geld für die alte Version auszugeben, die man so sehr schwer findet. Und da muss sie natürlich auch nicht gekippt sein. Ich hatte noch nie, ich wiederhole mich ja auch öfters, bei mir ist noch nie ein Duft gekippt, aber manche Leute und vor allem früher, die diesen Duft haben, lagern eben auch Düfte gern in Badezimmer. Das sollte man nicht machen, das ist nämlich scheiße auf gut Deutsch, weil feucht, kalt, warm, feucht, was auch immer, die Temperaturen schwanken da extrem und die Feuchtigkeit auch und dann können Düfte zerstört werden. Also vorsichtig, lieber in Schrank, Parfümschrank, Wohnzimmer, da wo es auf jeden Fall nicht ständig Temperaturunterschiede gibt. Aber ich schweife ab, Opium Pour Homme ist absolut genial. Yves Saint Laurent in Bestform, auch in der bearbeiteten Version, das waren noch Düfte. Why? Why Life, Why Intense, wie auch immer die alle da heißen. Das, die kann man mal tragen, aber es ist einfach synthetisch süß. Es ist keine Kunst mehr, die da drin steckt, die er hier noch hatte. Wow, absolut gut. Yves Saint Laurent, Opium, Eau de Parfum. Ja, und zu guter Letzt, auf den Sonntag, Beine spazieren gehen trotzdem. Man kann ja nicht nur drinnen bleiben wegen den scheiß Corona. Sorry, dass ich das immer so ausdrücke, weil es, Mann, es schmeißt jetzt alles durcheinander und es ist überhaupt nicht gut, was auch die Firmen, kleine Firmen und was man alles hört und was jetzt, ach ich, ja, könnte ich nochmal ein Dog-Talk-Video vielleicht so machen, was alles jetzt, Mann, das ist nicht gut, wenn ich darüber, die kleinen Firmen, die kaputt gehen, wenn das jetzt alles irgendwann zugemacht wird und ja. Besser, natürlich viel zu spät allerdings, aber nee, ich will nicht abschweifen, weil ne, jetzt kommen wir zu einem Duft und der heißt Sea und der kommt von Cliff oder besser gesagt Clive Christensen. Ja, Sea. Den habe ich Sonntag getragen und das, ja, es ist ein Frauenduft, aber das ist der beste, ich mache ja auch blumige Düfte und wo gibt es jetzt einen Unterschied zwischen Frauen- und Männerdüften? So, das ist so heutzutage schwierig. Die Araber zum Beispiel machen alles Unisex meistens und da riecht dann zum Beispiel auch ein blumiger Duft, der dann für einen Mann zum Beispiel ist. Deswegen, und ich finde ihn von Clive Christensen absolut top. Eine Haltbarkeit, eins früher brauchst du nur, Bombe, Bombensilage. Das ist der beste Blumenduft. Also das ist ein richtiger pudriger, na pudrig gar nicht. Ach schon, aber der beste Blumenduft, den es gibt, für mich. Da sind 50 ml teuer, aber da wisst ihr, was ihr habt, wenn ihr einen Blumenduft habt, wollt, denn den und vor allen Dingen, wenn ihr Haltbarkeit haben wollt. Leute, der hält
Ich habe keine Ahnung, wie lange der hält. Lange. 12, 13, 14 Stunden. Der ist tagelang, riechst du den auf den Klamotten. Ja, Leute, das war die Woche und wir hoffen, dass. Es wird schon so länger dauern, aber wir hoffen, dass wir alle gesund bleiben und ja, das Beste draus machen. Auch wenn man in der Quarantäne, vielleicht kommt die richtige Quarantäne irgendwann, dass wir alle zu Hause bleiben müssen. Ja, allerdings trotzdem verfallt nicht in Panik. Und macht nicht so große, heftige Hamster-Einkäufe und klaut nicht irgendwie Desinfektionssprüh, vor allen Dingen nicht von der Kinderkrebsklinik. Ey, wenn ich das höre, dann wird mir schlecht. Und diese Typen, die das machen, egal wer das ist, ganz ehrlich, 10 Jahre wegstecken. Auf einer Kinderkrebsklinik das zu klauen. Aber nein. Ganz ehrlich, Leute. Mann, das tut man. Macht man sowas? Nein, macht man nicht. Sowas macht man nicht. So. Dann bleibt gesund. Siehst du? Tot gequatscht. Ich hatte eben noch ein langes Gespräch und jetzt diese Videoaufnahme, weil ich muss raushauen. Ich habe so viel zu tun aktuell im Moment. Bisschen stressig, wie gesagt. Und ja, jetzt ist meine Stimme fast weg. Ja, wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Mach's gut. Feigenstalk.